Hallo, ich grüße euch. Ich möchte euch heute was zum Thema Einlage und Fixieren erklären, weil ich jetzt in der Vergangenheit in den Workshops festgestellt habe, dass viele von euch Schwierigkeiten haben, welche Einlage sie auswählen sollen und welcher Stoff mit welcher Einlage am besten beklebt werden soll. Und dafür habe ich euch heute ein paar Bügelproben gemacht, ein paar Fixierproben und zeige euch die jetzt mal, wie die welche Einlage ich für welchen Stoff benutzt habe und wie dann der Fall ist und was eben die Besonderheiten sind oder worauf ihr jeweils achten solltet. So, jetzt zeige ich euch die H200-Einlage. Die benutzen wir hauptsächlich eben für Rock- und für Hosenbunde, weil die stabil ist. Die ist ein bisschen fest, ein bisschen brettig auch. Und da müsst ihr darauf achten. Eigentlich hat die keinen Fadenlauf, die Einlage, aber die ist natürlich entlang der Webkante, ist die stabil, da gibt die nicht nach. Aber wenn er die quer mal zieht, dann geht die schon fast auseinander. Ja? Und dabei ist es eben wichtig, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Hosenbund nehmt, dann ist hier der Fadenlauf für den Oberstoff und der Fadenlauf für die Einlage ist aber quer dazu. Das heißt, ihr müsst dieses Schnittteil von dem Bund, also hier ist die hintere Mitte von dem Bund, der Bruch, müsst ihr in diese Richtung, also entlang parallel zur Webkante der Einlage aufbügeln, dass sich der Bund in diese Richtung, der Bund ist ja, der geht ja auf Querzug am Körper, dass der sich eben nicht ausdehnen kann. Das ist ganz wichtig dabei. Die nächste Einlage, das ist die H410. Und zwar die Besonderheit bei dieser Einlage ist, dass die so eine Fadenverstärkung drin hat. Das seht ihr hier auch. Die nehmen wir eigentlich immer für so normale Jackenstoffe oder manchmal nehmen wir die auch für Hosenbündchen, geht auch. Aber durch diese Verstärkung hält die halt natürlich auch gut die Form, gerade bei einem Blazer, so im Vorderteil, dass das eben schön die Stabilität hält. Ja? Auch hier den Fadenlauf immer beachten. Also so wie der Faden eingewebt ist, in der Richtung ist auch der Fadenlauf der Flieseline. Ja? Also hier seht ihr das an dem Probeteil. Also das ist hier oben meine Schulter und mein Armloch. Also die Flieseline ist im Fadenlauf mit dem Oberstoff zugeschnitten und so aufgebügelt. Auch hier seht ihr an der Kante ganz klar wieder eben, da steht dann drauf wieder, wie warm und wie lange ihr das aufbügeln müsst, damit es auch richtig verklebt. Da würde ich mich auch unbedingt dran halten an diesen Vorgaben. Probiert es aus, weil wenn ihr eine Einlage habt, die nicht richtig sich mit dem Oberstoff verbindet, dann könnt ihr hinterher Blasen bekommen. Das seht ihr aber leider immer erst, oder meistens sieht man das erst, wenn das Teil nachher fertig ist und auf dem Bügel hängt. Und ganz schlimm wird es dann, wenn es das erste Mal irgendwie gereinigt worden ist oder in der Waschmaschine war. Und das ist echt ärgerlich, weil man kann das eigentlich nicht mehr wirklich reparieren. Wenn ihr also dann das Teil fixiert habt, dann machen wir ja immer noch mal zur Stabilisation für die Schulter und für das Armloch und für das Halsloch, gerade bei Jacken und bei Mänteln, dieses Formband drauf. Das bekommt ihr auch bei Flieseline. Das ist jetzt eine Packung, da sind 100 Meter drauf. Gibt es aber auch in so Kärtchen, da sind nur 5 Meter drauf. Ja? Das reicht ja vielleicht für den Hausgebrauch. Dann bügelt ihr dieses Band entlang der Kante eben auf. Und zwar so, ihr seht, hier ist so ein Faden aufgesteppt. Der stabilisiert das Ganze. Daneben soll dann nachher auch wirklich die Naht nachher genäht werden, weil das Band ist im schrägen Fadenlauf zugeschnitten. Dadurch legt es sich schön beim Bügeln auch hier in die Rundungen rein. Da geht es ganz gut. Und dieses Bändchen hält aber quasi also stabilisiert das Ganze. Und wenn ihr jetzt dann nachher hier die Naht näht, also sprich den Ärmel hier einnäht an dem Armloch, dann näht ihr quasi direkt neben dieser Stepplinie und habt somit diese Stabilität, damit sich das Armloch eben nicht mehr ausdehnen kann. Die nächste Einlage, das ist die G770. Das ist eine Gewebeeinlage. Seht ihr hier vielleicht? Also die ist nicht so verklebt wie die anderen, sondern die ist richtig quasi wie gewebt. Also sie hat wie eine Leinwandbindung, also Kette und Schuss. Die ist stabil, aber sie hat so ein bisschen Volumen. Also wenn man die anfasst, dann hat die oben so ein bisschen wie so eine angeraute Oberfläche.
Dadurch hat die so ein bisschen Volumen und deswegen nimmt man die am besten für Wollstoffe oder eben auch für, wenn ihr Mäntel macht, so aus so einer Bouclé-Ware, aus einem Velour. Also alles, was einen weichen Fall haben soll und nicht so, so brettig werden soll, aber was eben schon eine feste, eine dicke Ware ist und dadurch einfach auch so ein bisschen dieses Volumen unterstützen soll. Ich habe jetzt hier so eine Wollware, das ist ein zweiseitiger, also man nennt es Double Fass. Und der hat schon Volumen, aber er ist auch weich. Ja? Und wenn ich den jetzt so gucke, wie der fixiert ist, dann verändert der eigentlich nicht sein Bild und seinen Fall. Er ist natürlich, er wird ein bisschen voluminöser, aber er hat trotzdem den gleich schönen Fall, wie eben mit oder eben in dem Fall auch dann mit Einlage. Die nächste Einlage, die ich euch zeige, das ist die sogenannte Jersey-Einlage, also wir nennen die so. Die heißt H609. Und die anderen Einlagen, die ersten, die ich euch gezeigt habe, das ist ja eine verklebte Einlage. Dann die Gewebeeinlage, die ist eben richtig wie eine Leinwandbindung gewebt. Und diese hier, das ist eine Wirkeinlage, nennt man das. Also es hat im Prinzip die Struktur wie auch ein Jersey. Und deswegen kann man die dafür auch wunderbar benutzen, weil die einfach total elastisch ist. Ja? Also hauptsächlich in eine Richtung, in die andere kaum. Aber wenn ihr das jetzt seht, wir haben die jetzt hier mal auf einem Modal-Jersey aufgebügelt, dann ist das total elastisch. Ja? Da geht es total mit. Und wenn die Einlage richtig verklebt ist, dann geht auch in der Dehnung, löst die sich nicht ab. Die geht super wunderbar mit. Ja? Wenn ihr jetzt im Jersey zum Beispiel einen Beleg am Ausschnitt kleben wollt, dann müsst ihr den Jersey wieder vom Fadenlauf her, also die Einlage so nehmen, dass das dann wieder quer läuft, damit die eben nicht nachgibt. Ja? Aber wenn ihr was wollt, was fixieren wollt, was wirklich mit dem Jersey, also mit der Dehnfähigkeit mitgeht, dann müsst ihr die natürlich auch dementsprechend in dem richtigen Fadenlauf aufbügeln. Ja? Also ihr seht, das macht alles mit, aber es gibt trotzdem natürlich eine Stabilität. Das geht auch nicht nur bei Jersey, sondern wir benutzen die zum Beispiel auch für Seide. Das ist jetzt so ein ganz feiner Blusenstoff, eine Seide und zwar eine elastische Seide. Da ist Elastan mit drin und auch da kann man die wunderbar benutzen, gerade wenn man jetzt eine Hemdbluse näht mit einem Kragen und einem Steg und Manschetten und das muss man einfach mit Einlage bekleben. Dann kann man die nehmen, weil die geht eben auch, diese Elastizität gibt die eben auch her. Und somit verliert dann auch das Kleidungsstück jetzt nicht unbedingt an Bequemlichkeit, aber es gibt halt trotzdem die richtige Haltbarkeit. Falls ihr nochmal eine Übersicht über die ganzen Einlagen haben möchtet, gibt es hier von Flieseline diesen kleinen Katalog. Den könnt ihr auch in einem Online-Shop bestellen, habe ich da auch gesehen, kostet glaube ich so um die 12,50 €. Da habt ihr dann nochmal eine gute Übersicht, was es alles gibt. Die Einlagen, die ich euch jetzt gezeigt habe, die verlinke ich euch auch, wo ihr die herbeziehen könnt. Also zumindest mal so zwei, drei Shops, wo ihr die bekommt. Und ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weiterhelfen können und ihr habt nicht mehr so viele Fragezeichen in euren Augen, wenn es ums Thema Einlageaufbügeln geht. Tschüss!